Leute, ich bin jetzt wieder zurück von der Autogrammstunde im Paunsdorf Center mit Ross Anthony. Und bevor ich euch die Bilder zeige, wollte ich noch sagen, dass ich eine kleine Überraschung habe. Aber die kommt erst am Ende des Videos, also bleibt dran. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel, viel Spaß mit den ganzen Bildern von seiner Autogrammstunde, von seinem Auftritt und natürlich ein Interview mit ihm. Also, bis gleich. Fangen wir an? Ja! Ja! Bist du wirklich kein Fremder? Ist das wirklich keine Fantasie? Mir erscheint die ganze Welt verrückt, denn ich bin glücklich wie noch nie. Auf meinem Kanal mit Ross Anthony und wir haben du schon wolltest mal unbedingt sagen, ne? Ja, ich genau. Ein neues Album am Start. Genau. Und sogar Schlage. Ja, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich mach Deutsch? Ja, als ich 97 nach Deutschland kam, ne, ich bin sehr viel mit Leuten wie Jürgen Drews und so aufgetreten, ja. Und Schlage hat mich immer fasziniert und interessiert und ich wollte das unbedingt machen, aber das nie, war nie der richtige Zeitpunkt. Okay. Und dann habe ich wirklich jahrelang so Schlage angehört und so und war ich im Prinzip in Schlage verliebt und dann irgendwann, dann hat jemand zu mir gesagt, komm, wir nehmen ein Album auf zusammen von den Liedern, die du immer gut fandest und gut findest und haben wir gemacht und jetzt ist das da. Super. Meine neue Liebe. Wie kamst du dem Titel? Weil es ist halt meine neue Liebe. Es ist eine neue Art, okay, von Musik. Ja. Ne? Ja. Ich bin immer so diesen Pop-Typ, der immer Popmusik macht mit meinem Mann zusammen, ne, diesen Opern-Pop-Geschichte. Aber ich habe Schlager so wie Helene gemacht auf dem poppige Schlagerart. Ne? Ja. So, es ist nicht rein Schlager, es hat immer noch diesen Pop-Elemente, zum Beispiel die ganze Schlenken und so, was man hat. Ja. Und jetzt bist du auf Promotour. Ich bin total mitten im Promotor drin. Ich liebe es, ich liebe neue Leute kennenzulernen. Ich liebe es, wenn Leute zu mir kommen, haben gesagt, wir waren total skeptisch am Anfang, aber wir finden, dass du das super machst und so. Es ist für mich wirklich ein schönes Gefühl zu sehen, dass so viele Menschen sich immer noch in mich interessiert. Finde ich toll. Und es ist, ob du das glaubst oder nicht, ich bin nicht hier, um einfach meine Alben zu verkaufen. Ich finde es einfach nur schön zu sehen, wie Leute lächeln und Spaß haben, wenn ich meine Songs performe.
Ja, und wo bist du jetzt demnächst? Wo bin ich demnächst? Ich bin morgen in Wien, dann übermorgen in Bottrop, weil ich bin in Warner Park. Und dann am nächsten Tag bin ich in Berlin und dann der Tag danach in Heidelberg und es geht weiter. Alle möglichen Termine findet man ja auch. Super viele Termine, wo ich mich freue. Alle Termine findet man entweder auf meiner Facebook-Seite oder auf meiner Homepage. Ne? Genau, blenden wir einfach nochmal unten ein. Und machst du das für mich? Dankeschön. Na klar, mache ich das für Nochmal Werbung. Ha, neues CD. Du hast gehört jetzt die Titel, ne? Und also fandest du schön? Ich fand's gut. Ja? Super, ja. Und warum findest du es schön? Deine Stimme kommt sehr gut zur Geltung, finde ich. Und ja, die Lieder sind halt sehr bekannt. So alte Klassiker, genau, ne? Genau, da auf kann jeder mitsingen und jeder mitmachen. Und du hast es genau auf den Punkt gebracht. Ja. Der Grund, warum ich Schlager gemacht habe, weil wirklich, wenn man auf einer Bühne steht und man sieht, dass die Leute Spaß haben und die genießen das und die haben gute Laune und die kennen die Texte, das ist das Schönste, was man haben kann oder wünschen kann, ne? Ja, auf jeden Fall. Weil ich finde, wenn ich auf einer Bühne stehe, es ist nicht nur mich im Prinzip, es ist die Leute, die auch im Publikum stehen. Wir sind ein Team zusammen und das ist wie ein Faust, das funktioniert. Genau. Super. Also kauft euch auf jeden Fall das neue Album. Es lohnt sich. Ihr müsst nichts kaufen, ihr müsst einfach nur bei Amazon oder so. Genau, auch nicht downloaden, ihr müsst nicht erstmal anhören. Und wenn das euch dann gefällt, dann kaufen. Ne? Ja, klar. Ich will nicht Leute zwingen dazu. Das stimmt. Aber gut, es ist auf jeden Fall gut. Okay. Dankeschön. Bis dann. Ne? Tschüss. Ciao. Da bin ich wieder und ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Und jetzt komme ich zu der Überraschung. Und zwar habe ich für euch 3 Autogramme von Ross Anthony mitgebracht. Und genau, die könnt ihr jetzt hier über meinen Kanal gewinnen. Ich sag jetzt einfach mal, das Gewinnspiel geht jetzt eine Woche. Also bis nächsten, heute haben wir Dienstag, genau. Also bis zum, ich kann nicht reden, bis zum 9. Und genau, was ihr machen müsst, schreibt einfach mal drunter, was ihr an Ross Anthony so toll findet. Und warum ihr diese Autogrammkarte gewinnen wollt. Und ich suche dann die 3 besten und schönsten, kreativsten Antworten raus. Und diese werden dann eine dieser Autogrammkarten gewinnen. Also ich wünsche euch viel Spaß und natürlich viel Glück. Und ich melde mich dann wieder. Bis dann. Ciao.